Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen kleinen Rossmann-Haul und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Eigentlich bin ich zu Rossmann gefahren, weil ich die kleine Wunderbox holen wollte und weil ich eigentlich einen Gutschein hatte. Ich habe aber am Ende vergessen, den Gutschein einzulösen. Ich würde sagen, wir schauen zuallererst in die kleine Wunderbox. Ich habe euch die auch schon mal hier in einem Short gezeigt, aber ich wollte es auch nochmal in einem Video irgendwie so machen. Falls euch das nicht interessiert, könnt ihr weiterhüpfen. Dann kommt ihr dann direkt zum Haul. Da habe ich hier unten so ein Timestamp reingesetzt. Dann könnt ihr mal schauen. Man bekommt diese kleine Wunderbox, wenn man in der Babywelt von Rossmann sich angemeldet hat. Und wenn dann das Baby geboren wird, dann bekommt man eine Benachrichtigung sowohl auf das Handy als auch dann per Post. Also da kam so eine Karte an, wo einem gratuliert worden ist und dann geschrieben worden ist, dass man sich die Box abholen kann. Das ist die Box, die jetzt batchmäßig im November 2022 tatsächlich auch rausgekommen ist, was so cool ist, weil Julius ja da geboren ist. Und bis zum 31.12. diesen Jahres wird die dann so wohl rausgegeben, so steht es hier drauf. Ich finde es total hübsch, ne? Und uns hat ja auch dieser Emil, dieser Esel die ganze Zeit begleitet. Und eine ganz liebe Followerin hat ja auch einen Esel gehäkelt. Und richtig cool. Julius liebt diese Decke. Egal. Hier wird man dann direkt beglückwünscht, ne? Liebe Familie, ne? Dass man halt entsprechend jetzt mehr geworden ist und das ist alles toll und ich finde es auch schön, weil mich hat diese App auch begleitet, weil ich dann immer wusste ungefähr, wie groß ist mein Babybauch jetzt, also mein Baby im Bauch. Übrigens habe ich auch ein Buch geschrieben über meine Schwangerschaft. Hallo Mr. Bauchi, schau gerne im Pelletier Verlag vorbei, da habe ich dir das auch, also ist in der Infobox verlinkt, ne? Und wenn du möchtest, kannst du den Code Claudi angeben, dann bekommst du automatisch eine Autogrammkarte mit dabei, die du auch super als Lesezeichen verwenden kannst, also, ne? Schau da gerne einfach mal vorbei und schau dich gerne um. Der Danny, der hat da ganz tolle weitere Bücher im Portfolio, aber auch schöne Karten und so. Egal, wie gesagt, habe ich geschrieben, kam am 1.1. raus, schau gerne vorbei. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Inhalt an. Als erstes ist hier Hurra Baby. Ich habe das jetzt ein bisschen auseinander gepflückt, deswegen sieht das nicht mehr so hübsch aus wie zum Anfang, ne? Das sind einfach so ein paar, ja, es ist Werbung, kann man nicht anders sagen. Ne, das ist eine Werbung. Dann Chaos, Nähe, Meilensteine, Lebensfreude, alles, was euch im ersten Babyjahr bewegt. Also wir haben immer wieder über die Zeit hinweg so Bücher bekommen und das hier ist jetzt das nächste, extra für euch Expertenwissen und Elterntipps. Ich bin ehrlich, ich lese solche Bücher nicht. Ich bin ein absoluter Internettyp oder ich habe so YouTube-Kanäle abonniert von Hebammen. Und da sind halt wirklich tolle Sachen immer drin, weil ich habe, ich steigere mich gerne in Dinge rein und dann kann es einfach passieren, dass ich mich zu sehr in irgendwelche Dinge einlese und dann knall ich durch. Ist einfach so. Dann Healthy and Happy von Dentistar ist hier auch noch was mit dabei. Das ist Werbung. Mein Vorteilsheft von Babywelt, das sind halt Coupons, aber die Coupons hat man eigentlich auch in der App. Also ja, beziehungsweise nee, das hier sind auch noch andere Firmen, die hier aufgeführt sind. Da muss ich mal gucken, vielleicht ist da irgendwas dabei, was uns interessieren könnte. Jetzt kommen wir zu den Produkten. Da habe ich einmal von Lansino Muttermilchbeutel hier drin und die kann ich gut gebrauchen. Also ne, wenn man halt einfach ein bisschen zu viel Milch hat oder wenn man einfach ein bisschen plant für, wenn man Weiberkarneval rausgeht oder so. Also nicht zum Trinken, sondern einfach nicht da ist und trotzdem stillt, dann braucht man ja Muttermilchbeutel, um halt sowas bevorraten zu können. Und ja, Lansino ist die Marke von der Brustwarzensalbe, die ich auch tatsächlich in Anwendung habe, die mir sehr gut gefällt. Und das macht man dann einfach so hier rein. Genau, kann man umfüllen. Man kann es aber auch direkt hier in den Beutel reinpumpen. Ich glaube, hier ist ein Beutel drin oder zwei Beutel. Ein Beutel, glaube ich, oder? Ja, ist auf jeden Fall eine praktische Geschichte, die man definitiv gebrauchen kann. Baby Dream Extra Sensitive, die Feuchttücher für Allergiker geeignet ohne Parfum, haben wir hier drin. Auch noch eine große Packung, was ich schön finde. 80 Tücher sind da drin, ne? Die kannst du wirklich gut gebrauchen. Entweder sagt man, man benutzt Feuchttücher oder man macht sich selber Feuchttücher oder man benutzt Waschlappen oder so, wie man halt möchte und wie es dem Baby auch gefällt. Ne? Ich finde das schön, dass es hier auf jeden Fall mit dabei ist. Diesen haben wir schon und hier sind Haare von Sammy, weil er hat mir beim Unboxing geholfen, als ich das Short gedreht habe. Kommt natürlich in die Wäsche. Das ist so ein Schnuffeltuch und Julius liebt solche Schnuffeltücher.
aktuell hat er halt noch so seine ganz normalen Spucktücher, die er dann halt immer als Schnuffeltücher nimmt. Aber es wird irgendwann sein, dass er diese auch halten kann und dann wird er die total toll finden, hoffe ich. Ja, denn da haben wir einige von. Genau, da hat er hier jetzt dann auch einen Esel. Das dürfte dann, wie gesagt, der zweite sein, weil ich glaube, ich habe von Steffi auch so einen Esel schon geschenkt gekriegt. Dann habe ich hier noch eine Windel oder zwei Windeln. Die sind Julius, glaube ich, schon zu klein. Die Baby Dream Premium Windeln mit Nässe-Indikator, super weich in der Größe 2 Mini. Er hat schon die Größe 3. Ja, unser kleiner Mann ist über 6 Kilo. Und ja, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Das heißt, die werden dann weiter wandern, ist nicht schlimm. Ich sammle halt trotzdem auch immer wieder Sachen, weil man immer wieder solche Pakete natürlich auch hat. Und oder wenn wir dann halt zum Beispiel Windeln in der Größe 2 hatten und dann hatten wir noch 2,5 Pakete, die ihm aber nicht mehr gepasst haben, dann habe ich die bei eBay Kleinanzeigen zu verschenken halt reingesetzt, weil das einfach nett ist, finde ich. Und das irgendwie, ich muss da kein Geld mehr für haben. Das sind 10 Euro, die normalerweise sonst kosten würden, glaube ich, ne? Und da kam dann auch tatsächlich eine Dame vorbei, die Sachen eingesammelt hat. Für jemanden, wo das Haus jetzt gerade abgebrannt ist, bei uns hier in der Nähe. Das fand ich echt krass und ich hatte das gar nicht mitbekommen. Es ist 2, 3 Orte weiter. Und da habe ich dann auch gesagt, brauchst du noch mehr, ne? So ein bisschen Pflege oder sonst irgendwas. Ja, also das ist halt echt Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ja, da macht man halt jemanden glücklich, finde ich. Also so mache ich das ja auch mit benutzter Kosmetik, ne? Wenn ich irgendwie was zu viel, wie auch immer, eBay-Kleinanzeigen zu verschenken oder mit Kleidung mache ich das halt auch, weil ich einfach denke, es gibt genug Menschen, denen es nicht so gut geht und die freuen sich einfach darüber. Ja, und da habe ich einfach jetzt auch schon in den letzten Monaten immer mal wieder jemandem eine Freude gemacht und werde es auch so fortführen. Dann habe ich hier noch etwas von Weleda drin enthalten, die Calendula Baby Cream schützt und pflegt im Windelbereich. Das ist so eine kleine Größe von 10 Millilitern, kann man aber auf jeden Fall gut gebrauchen, wenn man ein Baby hat. Wir haben die Nappy Cream davon, die richtig gut ist. Also die hatten wir auch in einem Zuschauerpaket drin gehabt. Das ist aber nicht die hier, ne? Das ist noch eine andere. Ja, dann sind hier noch ein paar andere Pröbchen drin von Sebamed, die Waschlotion Haut und Haar, medizinische Hautpflege, pH-Wert 5,5, ne? 20 Milliliter. Da kann man auf jeden Fall das Baby mit waschen. Also Julius geht heute nämlich auch duschen. Da kann man das, oder baden halt viel mehr, da kann man das gut verwenden. Dann habe ich hier auch noch die Milk Lotion Sensitive von HIP, spendet wertvolle Feuchtigkeit, das sind 50 Milliliter, sowas reicht einem ewig und 3 Tage, ne? Weil ein Baby braucht nicht viel Creme, das ist ein kleines Babylein, ist winzig. Und als letztes hat man hier drin enthalten die Re-Energizing Sleeping Cream von Lavera, ich glaube, das dürfte dann eher für die Mama sein, mit Biotraube und Vitamin E, das ist eine kleine Geschichte halt einfach mal zum Ausprobieren, zum Testen. Und ja, du bist unser großes kleines Wunder, das kann man ausschneiden, das Foto reinkleben und in einen Rahmen packen. Das ist natürlich auch ganz hübsch, kann man übers Bett machen, sodass man den Karton hier auch weiterverwendet. Also das ist die kleine Wunderbox, die man jetzt aktuell so bekommt, jedenfalls bei uns im Nordwesten Deutschlands. Und ja, finde ich ganz nett, ne, dass man sowas dann halt noch bekommt. Das ist eine schöne Aufmerksamkeit. Und jetzt kommen wir zum Haul. Den habe ich hier in diesem kleinen Tütchen. Ich hatte Julius mit dabei, deswegen konnte ich jetzt auch nicht super viel kaufen. Und ich hatte auch sowieso letztens erst noch einiges bestellt. Aber wie gesagt, ich bin durchgeschlendert. Und wenn man durchschlendert, ihr kennt das, dann gönnt man sich. Ich habe natürlich Masken mitgenommen. Es gibt ja einen neuen Isana Trendturm. Da kann ich euch diese Dreamy Sky Reihe empfehlen. Da habe ich die Maske auch schon von verwendet. Finde ich sehr, sehr schön. Gestern Abend noch. Hier habe ich jetzt die Isana Verwöhnmaske Lass die Seele baumeln mit Hyaluron, Aloe Vera und Pfingstrosenextrakt. Die wird auch ausgetestet. Ich hoffe, dass das auch eine von den Limited Editions sind, wo die Fliese von den Masken dünn sind. Sammy sitzt gerade neben mir. Was hast du verbrochen, kleiner Mann? Einiges, Frauchen. Einiges. Dazu passend habe ich dann auch noch die Augenpads, Hydrogel-Augenpads, belebende Pflege mit Hyaluron und Pfingstrosenextrakt in Wölkchenform. Ja, müssen wir mal schauen, ne, wie die so sind. Hier von Riva Loves Me, die Kisses and Confetti-Reihe, die soll so toll sein. Ich hatte auch eigentlich Ausschau gehalten nach der Rival de Lube Limited Edition, wo ich ja die Stroke, MAC Stroke Cream und, also die haben Dupe in dieser LE nämlich drin, zu MAC Stroke Cream und zu den Hourglass Pudern. Und beides war ausverkauft, sowohl online als auch dann im Laden, wo ich drin war. Sehr, sehr schade. Egal. Hier habe ich die Kisses und Konfetti-Geschichte. Das ist der Highlighter. Der ist ein bisschen heller als der von Maxim aus der LE, glaube ich, ne?
Finde ich aber sehr, sehr hübsch. Das ist, also die machen, die haben es drauf. Sagen wir es einfach mal so. Das ist immer sehr, sehr hübsch. Vielleicht mache ich da ein Reel zu, mal gucken. Dann habe ich hier Magnesiumtabletten mitgenommen, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche mehr Magnesium. Habe ich in der Schwangerschaft mir dann ja auch mit Tabletten zugeführt, aber da war das ja so super hochdosiert. Und jetzt wollte ich einfach Magnesium noch wieder so nehmen. Mein Körper hat sich verändert und da muss ich jetzt einfach unterstützen und vielleicht auch das ein oder andere gerade biegen, nicht nur durch Rückbildungsgymnastik, sondern auch im Körper drin, ne? Weil sich mein Rücken tut ständig weh zum Beispiel, weil ich natürlich auch Julius die ganze Zeit trage und Magnesium ist gut gegen Krämpfe, Calcium ist gut für die Knochen, so halt, ne? Und da muss ich halt zusehen, dass ich nicht nur durch gesunde Ernährung das mache, sondern mein Blutbild sagt halt auch zum Beispiel, ich sollte Magnesium nehmen, dann nehme ich halt Magnesiumtabletten. Ich bin eigentlich kein Fan von immer mehr Tabletten nehmen und so weiter, aber wenn der Arzt dir das schon sagt, dann solltest du das auch tatsächlich machen. Ja, dann habe ich noch eine Kerze mitgenommen, die war auch in dem Trendturm drin. Riecht sehr angenehm. Ihr kennt meine Obsession zu Duftkerzen aktuell, glaube ich, ganz gut. Spring Blossom, mein Wohlfühlduft, war auch in dem Trendturm drin. Und ja, das schaut einmal so aus. Die sind immer ganz günstig. Cosmical Mood, so hieß die Limited Edition. Da habe ich nämlich jetzt auch die Lidschattenpalette von mitgenommen. Da hatte ich nämlich verzweifelt nach diesem Dingenskirchen gesucht, nach dem Puder und nach dem Primer. Nicht gefunden. Das war halt da im Aufsteller auch ausverkauft. Ich nehme euch übrigens auch immer, wenn ich halt in Drogerien oder beim Action oder so bin. Beim Action habe ich es, glaube ich, letztes Mal vergessen, aber bei den Drogerien mit und filme euch dann auch die Neuheiten mit ab und stelle euch das als Reel zusammen oder als Short und dann könnt ihr nämlich auch mitschauen, was ich so sehe. Und die sieht so fancy aus, erinnert, upsala, natürlich sehr an Karneval und an Frühling. Finde ich extrem schön. Also das ist eine coole Lidschattenpalette, die ich gerade richtig toll finde. Wobei ich sagen muss, Earth und Stardust sind natürlich hardcore, weil das sind so richtig pressed Glitterviecher. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 von diesen normalen Seidenschimmertönen und 1, 2, 3 matte Töne. Da haben wir dann Planeten aufgeführt. Ja, sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus. Für mich ist es eine tolle Palette und passt jetzt auch so karnevaltechnisch schön rein. Dann habe ich mir mitgenommen von I Heart Revolution so ein Lippenöl. Das stand da auch und das fand ich ganz ansprechend. Da war so eine Bienenreihe und Lippenöle mag ich sehr, sehr gerne und Lippenöle sind auch jetzt so dieses Jahr ziemlich wieder im Kommen. Die waren letztes Jahr ja auch schon sehr angesagt, sind jetzt auch noch mehr im Kommen, weil du das einfach als tolles Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege verwenden kannst. Deswegen fand ich das auch ganz angenehm. Das hier musste mit wegen der Verpackung. I Heart Revolution Honey Brow Jam. Und ich habe keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Ich weiß nicht, was das für ein Produkt ist. Und weil da halt kein Tester war, habe ich mir gedacht, alles klar, Claudi, dein Job ist es, für und mit deiner Community Sachen zu testen und falls es nichts ist, euch zu sagen, spart euch das Geld. Deswegen habe ich mir das mitgenommen. Da habe ich jetzt als allererstes einen Tabuli hoch und dann Neighbored Fine. Ist das so ein Brow Freeze Gedöns? Das sieht ja aufregend aus. So ein Pöttchen, also wirklich wie Honigmarmelade, Honey Jam halt, ne? Sehr süß. Das habe ich auch noch nirgendwo gesehen, dass irgendwer das vorgestellt hätte. Boah, das riecht sogar nach irgendwie Honig. Ne? Da ist ein Loch drin. Okay. Interessant. Werde ich mal mit euch zusammen ausprobieren. Vielleicht in einem Video, vielleicht in einem wie auch immer Reel. Mal gucken, ne, wie wir das zusammen machen. Aber wir machen es zusammen. So, das Pulli gehört hier noch wieder mit rein. Vertragt euch da drin. Zack, zack. Na, dann geht das nicht verloren. So, dann habe ich auch von I Heart Revolution dieses kleine Palettchen gesehen. Da gab es auch einen Test dazu, den fand ich sehr ansprechend. Ich habe ja auch diese Highlighter-Palette von I Heart Revolution. Die gab es dort auch wieder. Die mag ich super gerne, weil das einen schönen Glow gibt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Du kannst es aber auch richtig krass machen. Und das sieht sehr, sehr hübsch aus. Ich mag aktuell einfach die Lidschattenpaletten von Revolution oder I Heart Revolution nicht mehr ganz so gerne. Aber hier muss ich wirklich sagen, das ist ja auch eine Face-Geschichte, ne? Dieser Konturton ist hammermäßig. Der ist so geil. Also das ist so eine Entdeckung. Da spricht keiner drüber und hier ist es, ne? Ja, vielleicht mache ich auch mal ein Fullface mit. Da spricht keiner drüber, aber hier ist es. Kann ich doch genauso nennen, oder?
Oh Mann, Claudi, du bist ja total kreativ heute unterwegs, ne? Geht so. Okay, so, mache ich hier unten wieder rein. Zack, die wappti. Dann geht die wilde Reise weiter. Hier habe ich, das fand ich interessant. Bad Cosmetics. Vorher nie gesehen, stand da auf einmal rum. Glossy Lip Gloss. Das scheint polnisch zu sein, denn da steht irgendwas Polnisches auch drauf. Da war eine wunderschöne Frau drauf abgebildet. Jo. Ich konnte mir aber nichts darunter vorstellen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dein Job, Claudi, das hast du jetzt zu testen. Das ist einfach nur durchsichtig. Okay, wir werden das mal ausprobieren. Ne? Jetzt habe ich ja was auf dem Gesicht, auf den Lippen und so. Wir testen das mal aus. Okay, dann habe ich hier noch etwas und zwar von Revolution Ultimate Lights. Das ist eine Feather Jewels Shadow Palette. Da habe ich auch zwei von gesehen. Die hier fand ich ansprechend. Die habe ich mitgenommen. Schaut so aus. Auch die habe ich noch nirgendwo gesehen. Ja. Und dann will ich das ausprobieren. Aus der Cosmical Mood Reihe habe ich auch Nagellack mitgenommen, den ich hier zum Beispiel als Überlack drüber gemacht habe, über diesen grünen Lack. Das ist so ein Schimmergedöns, den habe ich euch in einem anderen Haul gezeigt. Und diesen hier, den gab es jetzt neu, beziehungsweise nicht neu, den gab es bei mir halt nicht mehr, aber dort, wo ich jetzt geshoppt habe, gab es den. Und der ist ansprechend. Den kann ich mir über einem Blau auch schön vorstellen. Oder über einem Lila. Oh, richtig cool. Ich mag das ja, ne, mit sowas zu spielen. Dann habe ich hier noch etwas mitgenommen. Das war jetzt sehr reduziert, weil das quasi aus dem alten Trendturm ist. Und die haben halt die Sachen, die noch in dem vorigen Trendturm waren, nicht jetzt alle weggeschmissen, sondern die findest du ein bisschen weiter unten, total reduziert. Da auch dieses hier, die Isana Wochenkur 7 Tuchmasken, intensive Feuchtigkeit, beruhigend und glättend, Hyaluron, Aloe Vera, Kamillenextrakt. Da hatte jemand von euch mir geschrieben, nämlich, dass sie diese sich gekauft hat und die total super fand. Und dann habe ich mir gedacht, also habe ich mich an sie erinnert gefühlt, dass ich davor stand und habe mir die jetzt auch mitgenommen. Mache ich dann abends und werde ich ausprobieren, werde ich euch dann auch was zu erzählen können. Insgesamt habe ich übrigens knapp 77 Euro bei Rossmann gelassen. Läuft, für mal eben vorbeigucken. Ne? Dann Alterra hat eine neue Limited Edition drin. Da gab es einmal hier von, also die Carrot Cake, Karottenkuchen Limited Edition. Den Blush Brush, den haben wir hier. Denn es gab auch einen Blush mit in dieser Limited Edition, den ich mir gegönnt habe. Ja, mal gucken, ne? Mit Karottenextrakt. Ich hoffe, dass er dann nicht orange wird oder meine Haut orange färbt. Das wäre ziemlich kontraproduktiv. Ja, aber ansonsten sieht es nach einem sehr subtilen, angenehmen Blush aus. Auch darüber habe ich noch niemanden sprechen hören. Ja. Das habe ich heute bei Maxim in einem Video gesehen. Max Factor hat mit Priyanka eine Limited Edition rausgebracht. Und mich hat einfach die Lidschattenpalette nicht ganz so interessiert, dafür aber die Nagellacke. Und da habe ich mir jetzt diesen blauen mitgenommen in der Farbe 830 Starry Night. Fand ich sehr, 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 sehr hübsch. Das ist ein schimmernder Blauton, so ein Nachtblau. Und die hat halt einen kompletten Aufsteller dort. Kann man gerne mal gucken. Und da gibt es auch Lippenprodukte drin, ne? Da fand ich jetzt den Nagellack am ansprechendsten. Ich habe keine Ahnung, was Mr. Wau gerade will. Der sitzt hier und guckt mich an. Dann habe ich nochmal Magnesium mitgenommen. Und dann habe ich hier noch zwei Produkte in meinem Täschchen. Ganz schön viele in diesem kleinen Täschchen, Leute. Ne? Zum einen habe ich aus der Kisses and Confetti Limited Edition von Riva Loves mir diesen Pinsel mitgenommen. Führte keinen Weg dran vorbei, der musste mit. Ich kann mich da stundenlang mit beschäftigen. Einfach nur diesen Pinsel anzugucken, wie diese Herzen hier durchgespült werden, ne? Weil das ist halt mit Wasser gefüllt oder mit einer Flüssigkeit und dann ist hier halt, sind Herzen und Glitzer drin und da hat man halt Spaß dran. Und als letztes habe ich gesehen, dass For Your Beauty auch eine Limited Edition hatte, beziehungsweise auch irgendwie in einem Trendturm mit drin war. Und da habe ich dieses Haarband gesehen und das habe ich dann jetzt für morgens, wenn ich meine Gesichtsmasken auftrage, meine Crememasken, einfach kann ich jetzt verwenden. Ist 1A, ist flauschi, ne? Mag ich gerne leiden, sowas. Und das wäre es jetzt hier auch gewesen. Meine Güte, ne? Dafür, dass es eigentlich ein kurzes, knackiges Video werden sollte, habe ich ganz schön lange gelabert. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein bisschen Inspiration geben konnte, was sich vielleicht lohnt, etwas intensiver anzuschauen, wenn ihr das nächste Mal im Rossmann seid oder euch online umschaut. Und jo, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich
ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!